Hey, ihr Kastanienköpfe. Mein Bruder hat Swellit von Seite von Gewicht, hat Bösemann eng genommen. Hart. Ey, wie kehren wir? Das ist ein Aufruf. Klickt auf den ersten Link in der Beschreibung. Genauso die Kommentare von Swellit eng nehmen, wie er Bösemann eng genommen hat. Ja, jetzt viel Spaß mit dem Video. Hey Leute, was geht ab? Gerade auf YouTube gibt es einen richtig coolen neuen Trend. Ich glaube, den habe ich damals sogar ins Leben gerufen. Nämlich ist gefühlt jeder zweite YouTuber pleite. Ich habe Loch in Unterhose, ich brauche gar nicht reden. Deswegen, ich habe es euch von Anfang an gesagt. Ich habe pleite angefangen und ich höre pleite auf. Ich wusste es. Jeder hat schon versucht rauszuholen bei mir. Deutschland, Finanzamt, YouTuber, alle haben versucht. Aber guck mal, zu harte Portemonnaie. Ach, shit, den habt ihr bekommen. Deutschland, Alemania. Hier lohnt sich in meinen Augen nur Bürgergeld kassieren, ausschlafen. Jemand, der in Deutschland selbstständig ist. Bruder, du bestrafst dich selber. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt erfahren, die nächste YouTuberin ist pleite. Ihr Name ist Yasmine Azizem. Ich weiß, innerlich, du brennst gerade. Du denkst dir, nein, nicht jetzt. Guck mal, ich sag dir ehrlich, Yasmine Azizem. Ich bin schlimmer als Gerichtsvollzieher, als alles. Bei mir, setz dich einfach jetzt hin. Lass uns über Armut lachen. Geh gar nicht irgendwelche weiteren Schritte, weil bei mir, ich bin wirklich so, ich tauche dann überall auf dein Display, For You-Page, ABK Army. Lasst einfach zusammen darüber lachen. Wir haben alle verkackt, alle Steuerschulden. Lass einfach diese Armut jetzt genießen. Safia. Das war's jetzt. Ich kann insolvent gehen. Falsch gewirtschaftet, Yasmin. Jawohl. Deutschland hat den nächsten YouTube-Star eng genommen. Live-Update, 100% Real Talk, gehen wir bei 2023. Auf meine Mutter. Der Typ ist einfach so krass komisch. Ich komme gar nicht auf den klar. Ich feiere seinen Content so krass. Man macht immer so lustige Sachen. Bitte, bitte. Der Typ ist einfach nur geil. Schwarz-weiße Thumbnail. Wunder, die macht Beauty-Content. Die hat ein 96 Euro CPM. Videos nicht grün, dunkelgrün. Nicht wie bei mir. ABK mit 16 Cent CPM. Videos auf Dual-Modus. Inshallah wird heute nicht gesperrt. Inshallah, wenn überhaupt, wird heute grün. Trotzdem noch da. ABK, Wunder, was los? Obwohl bei mir Kopf gefegt, kranke Mutter pflegen, jeden Tag Rechnungen, Miete. Wenn du ein sauberer Mensch bist, dann hilft Gott dir irgendwie. Aber diese Menschen, die machen AliExpress-Lippenstift auf den Mund, dann machen die Darkface-Gussmund in Kamera. Normal hilft Gott denen nicht. Ich hatte so viele Probleme auf einmal, wow. Weil ich die ganze Zeit Steuern am Zahlen war. Ich kann nicht mehr, ich kann das nicht mehr zahlen. Dann waren wir auch an dem Punkt, wo ich einfach kein Geld mehr hatte. Und man war halt so an dem Punkt, okay, habe ich übertrieben mit Geld ausgeben? Aber hier sage ich auch, und ehrlich, die hatten schon Klarna-Schulden. Wurden da zu viel Make-up gekauft. Über Verhältnisse gelebt. Paris-Vlog. Yasmin und Zara in Paris, Weekly Vlog, Amsterdam. Jetzt hast du einen Grund zu heulen, Yasmin. Ja, jetzt diese Schulden von Finanzamt, mit denen ist kein Spaß. Und jetzt ab sofort Insolvenz, nur noch Toastbrot mit Ceva drauf. Die tut mir aber schon leid, diese Kinder. Die wollte so auf Kylie Jenner machen. Jetzt ist die Kylie Nenner. Wir haben die in Bruchstrich reingetan, wir haben die dividiert, weil die Arme Brutto und Netto vertauscht hat. Wenn ich im Urlaub bin, dann heißt es nur Content machen, Stories machen, an Bilder denken, schick machen. Diese Leute schämen sich gar nicht von Arbeit zu reden. Die tut so, als würde die den aufwendigsten Content produzieren. Als wäre die voll die gefragte, gehypte YouTuberin. Ihre Videos haben mehr Rauschen als Stimme. Diese unaufwendigen, billigen Scheißvideos, die macht, das ist gar keine Arbeit. Das kann jeder von euch dahin kacken. Sein Beziehungsstatus. So knackig gesagt, ich hab mich getrennt, ich bin Single. Manager weg. Steuerschulden, Single. So ist Leben. So ist das Leben authentisch. Schaut mal, die hat hier ein Video damals noch geladen. Vor einem Jahr noch. Yasmin zeigt uns teuerste Tasche, Uhr, Favorite Make-up. Auf Thumbnail, die hält sogar noch eine Rolex in die Kamera. Die ist jetzt schon längst bei Pfandlei aus. Safi, diese Sachen sind jetzt gefändet. Alle beim Gerichtsvollzieher. Keine Uhr, du brauchst keine Tasche, aber du kannst eh nicht mal einkaufen gehen. Ich guck gerade so, was die alles hochgeladen hat. Hier sehe ich ein Video. Ey, das ist so lustig, aber auf andere Seite ist es natürlich auch traurig, dass auf einmal alle so Schulden haben und pleite gehen und so viel Steuern nachzahlen müssen. Natürlich ist das traurig, aber man kann auch ein bisschen Humor zeigen, ein bisschen Spaß daran haben, beziehungsweise die negativen Gedanken in positive transformieren und einfach das Ganze aus einem ganz anderen Standpunkt betrachten. Und so das Ganze drehen. Weekly Vlog? Nein, er ist nicht mein Freund. Ja, normal ist er nicht dein Freund. Du bist unser Welt, du hast kein Geld mehr, Safi.
Hast du vielleicht nicht ein Auto, was 800 Grad heiß ist? Ja. Ich habe eins, was 700 Grad heiß ist. Die sind so lustig, die brauchen echt ein eigenes Format. Ich habe den perfekten Namen für euch. Meeresrauschen. Das Witzigste an all deinen Videos waren bis jetzt die Windgeräusche. Ehrlich, die haben mich am meisten unterhalten. Ich sehe gerade, die hat vor 2 Jahren ein Video hochgeladen. Ich glaube, die hat vorproduziert. Leere Roomtour, ich zeige euch die Wohnung. Ich wette mit euch, so sieht die Wohnung jetzt mit Steuerschulden aus. Zuerst wollte ich das Ankleidezimmer hier drin machen, dachte dann aber, okay, nein, ich muss ein größeres Ankleidezimmer haben, weil sonst habe ich... Jetzt aber ganz traurig, Einzimmerwohnung, Strafe. Hört, was die gerade sagt? Wer hat bitte ein Ankleidezimmer? So viele Freunde von mir, die sind 26 Jahre alt, die schlafen noch im Hochbett, die haben nicht mal ein eigenes Bett. Und dann sagt die zu mir Ankleidezimmer. Schau mal, und dann am Ende rumholen, warum man insolvenz ist. Hat das mir einen Drachen gemacht? Ich flieg gleich weg. Schämst du dich nicht, mir sowas da reinzumachen? Hätte ich jetzt Kopfhörer, wäre ich taub. Man hört wieder nichts. Musik ist zu laut. Du hast schon Schuld, jetzt willst du auch noch Urheberrechtsprobleme bekommen. Vingabium vigiliosa. Boah, irgendwas stand in meinem Körper. Vingabium vigiliosa. Der hat mich verzaubert gerade. Ich schwöre, unsere arabische schwarze Magie ist viel, viel stärker. Die da wirkt auf gar keinen Fall. Das hört man schon raus und das merkt man. Wir haben immer so Dinner- und Mottoabende. Aber die machen das schon seit Jahren. Jetzt auf TikTok geht das ja voll viral. Aber wir machen das gefühlt seit 5 Jahren schon. Weißt du, was seit Jahren aber auch schon voll im Trend ist? Geld beiseite legen, um seine Steuern zahlen zu können. Aber leider hat deine Freundin Jasmin ein bisschen verpasst. Das sind die New Lashes von Asian Cosmetics. Welche sind das? Butterfly? Die sind noch nicht raus. Sind noch nicht raus. Ich schwöre, dein Deutsch ist schlechter als deine Steuern. Weil hier hast du den Fehler wenigstens nicht gefunden. Als Eyeshadow nehme ich einfach den Bronzer und nehme hierzu den Pinsel. Bevor die mir hier noch einen neuen AliExpress Eyeliner rausbringt und den überteuert verkauft, war die ganze Zeit mit AliExpress unterwegs. Am Ende hat der Ali die gescannt und ist per Express abgehauen. Tja, Jasmin, bei dir läuft zwar nicht mehr, aber wenigstens läuft bei deinen Hunden. Das ist schon hart, wenn so einer wie ich, so ein Peter Zwegert aus Busch, der sich darüber lustig macht, dass andere pleite gehen, obwohl er selber gefickt ist. Wisst ihr auch noch, wo Jasmin Azizam ihre Community auf Heike gehetzt hat, die dann Heike beleidigt haben und sonst was? Beleidigt ihn, macht ihn fertig. Ich gebe euch jetzt das Go, alles zu machen, was ihr wollt. So war die richtig frech. Ich würde ihn gerade so gerne zu Tode beleidigen. Ne? Ich kannte dich nicht mal vorher, deine Videos werden mir geschickt, du Opfer. Man sieht deinen Charakter schon in dein Gesicht an, okay? Dann war die auch so am Heulen, ist nicht drauf klargekommen, weil die so Hate-Nachrichten bekommen hat. Kriegt jeder von bei mir ist das Schlimmste aber, ich bekomme Hate-Nachrichten vom Staat im Briefkasten bei mir. Das tut mir jetzt auch ein bisschen leid, dass ich gerade so rede und so, aber ich weiß schon, Marokkaner, wir haben das schon in die Wiege gelegt bekommen. Wir haben auch oft diese Lästertanten-Syndrom, diese Miserie von anderen Leuten nehmen und darüber lachen. Deswegen gar nicht erst provozieren, einfach mit mir lachen und tu so, als wärst du sympathisch und würdest das witzig finden. Wie die anderen Reaction-YouTuber, viel, viel besser für uns alle, wunderbar. Ich bin aus diesem finanziellen Loch raus. Ich habe es geschafft, mich wieder zu fangen. Jetzt habe ich am Ende erfahren, dass Jasmin Azizam es doch noch geschafft hat, aus den Schulden rauszukommen. Aber ich glaube, mit 10.000, 20.000 Klicks pro Video wird das nicht mal lange halten. Passt auf euch auf, wir sehen uns beim nächsten Video. Abonniert meine ganzen Kanäle. Ey, ganz ehrlich, guck mal, er hat doch recht. Lass es alle mit Humor nehmen, lass ein bisschen Spaß haben. Auch wenn man Probleme hat, Schulden hat, irgendwas, lass uns das mit Humor nehmen und einfach uns so trotzdem da rauskämpfen und einfach alles geben. Positiv sehen, weitermachen und einfach das Negative in was Positives transformieren. Und an dieser Stelle wünsche ich euch einen schönen Abend, morgen, was auch immer. Bis zum nächsten Mal!